Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ein trüber Wintertag ist es draußen, also perfekte Bedingungen, um mal wieder was zu bauen. Und zwar wiederum aus der Megablocks-Serie Star Trek, der Transporterraum. Richtig cooles Set, freue ich mich sehr drauf. Wir haben insgesamt 321 Teile hier drin, drei Minifiguren oder nicht Minifiguren, sondern Superposable Micro Action Figures, also kleine Actionfiguren nennt Megablocks das ja. Und von der Teileanzahl ist das hier ganz, ganz vergleichbar mit unserem klingonischen Battlecruiser, den wir ja vor kurzem auch schon mal hier gebaut haben. Also 321 Teile, da wird man eine Weile beschäftigt sein, aber nicht allzu lange, anderthalb, zwei Stunden, wenn man sich gemütlich Zeit lässt. Hier ganz vorne haben wir Mr. Spock, aber nicht den normalen Mr. Spock, sondern den bösen Mr. Spock aus der, wie hieß noch die Folge? Ich glaube in Englisch Mirror, Mirror oder so Spiegeluniversum, wo die alle ein bisschen böse waren. Durch so eine Transporterfehlfunktion, die auch hier quasi dargestellt wird, kamen sie ja in ein Paralleluniversum, wo alle ja ein bisschen böser waren. Und wir bekommen einmal den bösen Spock, Kirk, und das hier ist Mr. Scott, Scotty, der gerade so in der Materialisierung steckt. Und deswegen auch diese interessante, halbtransparente Darstellungsweise. Ja, dabei gibt es noch zwei Phaser, zwei Messer und natürlich den Transporterraum an und für sich. Und ohne weiteres großes Rumreden packen wir jetzt mal aus. Und dafür müssen wir erstmal die Packung aufbekommen. Hier auf der Unterseite soll man sie eindrücken können. Und dann, das ging ja diesmal gut. Habe ich schon öfters Probleme gehabt bei Megablocks, dass das echt schwer nur aufging. Aber hier ging es etwas besser. Naja, zu früh gefreut. Tja, und da liegt der ganze Wust vor uns. Einmal habe ich hier Mr. Spock befreit. Den schauen wir uns später an. Erstmal zur Seite. Dann haben wir hier die paar Tütchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück an der Zahl. Und ja, wer Megablocks noch nicht kennt, ich sag's immer wieder gerne. Schaut her, die ganzen bedruckten Fliesen hier. Jetzt habe ich es verraten. Die ganzen Fliesen sind bedruckt. Hier gibt es keine Aufkleber. Also keine Aufkleberflut, wie man das von Lego her kennt, sondern was hier irgendwie einen Druck hat oder ein Dekor hat, ist wirklich bedruckt. So, dann erstmal die Tütchen zur Seite und wir schauen uns die Anleitung an. Tja, und die letzte Anleitung vom Battlecruiser war ja wie so ein Comic-Heft, also die war so rumgedruckt und jetzt haben wir einfach hier das Querformat. Auf der Rückseite, ja, üblicherweise Star Trek Megablocks.com, 50 Jahre. Und hier vorne wieder unsere drei Standardprotagonisten. DPH81 ist hier die Setnummer, falls ihr danach suchen wollt. Ich werde es aber auch in der Videobeschreibung verlinken. Ist ein schönes Set, kostet nämlich nur 25 Euro. Und dafür ist das ein sehr, sehr guter Deal. Wir haben hier nochmal die komplette Teilliste, wie üblich. Dann unseren Mr. Spock, einmal die Minifigur. Einmal unseren normalen und dann den bösen aus dem Spiegeluniversum. Und ja, okay, hier sieht man nochmal, wie die Minifiguren zusammengebaut sind. Das gleiche dann nochmal für James T. Kirk, auch wieder normal, auch normal. Das hier war ja auch immer normal. Er hat sich ja gefühlt jeder dritten Episode das Hemd runtergerissen und sich geprügelt. Ja, das war noch Zeit, ne? Die 60er. Und Mr. Scott, der bekommt hier keine Extra-Seite. Da geht es direkt mit dem Aufbau los. Und ja, Megablocks typisch. Die Anleitungen lassen sich sehr gut ablesen. Die haben ja dieses System, dass man sieht, hier durch diese kolorierten Noppen, wo welcher Stein hier aufgesetzt wird. Habe ich ja schon öfters jetzt gehabt. Da lässt sich exzellent nachbauen. Und wir schauen noch kurz, wie viele Seiten haben wir denn insgesamt? Hier ist gar keine Seitennummerierung mehr dabei. Doch, oh, Wahnsinn, 29 Seiten. Na gut, es sind auch nicht wirklich viele Teile. Von daher bin ich schon gespannt, wenn es fertig ist. Und hier bekommen wir nochmal, das ist nett, eine komplette Übersicht über das Portfolio von Megablocks, was Star Trek angeht. Jetzt können wir mal abhaken. Das habe ich euch schon gezeigt. Die große Enterprise, ein Superset, habe ich auch schon gezeigt. Dann hier der Klingon Battlecruiser, der Kollege, den ihr eben schon gesehen habt, rechts oben im Bild. Und nochmal hier der Maschinenraum, ein kleines Set. Auch das steht bei mir noch rum. Tja, und dann ist das komplette Star Trek-Universum bei Megablocks leider auch schon abgehandelt. Schade, die könnten gerne noch mehr machen. Die machen richtig coole Sachen. Next Generation, Voyager. Macht noch was, Freunde. Ich finde eure Sachen nämlich echt klasse.
So, jetzt werde ich erstmal hier meine Tütchen auf meine Tellerchen sortieren, damit ich da ein bisschen besseren Überblick habe, denn Bauschrittnummerierungen gibt es ja nicht. Und dann geht es im nächsten Video weiter, Freunde, nämlich mit dem Zusammenbau und dem Review vom Transporterraum von Megablocks aus der Classic-Serie. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und schaltet wieder ein.